Die DZ10 von Cerberus ist eine sogenannte Nemotronröhre, eine dekadische Zählröhre, entwickelt ca. 1953. Die Röhre besteht aus 10 Kathoden mit je zwei Hilfskathoden. Mit den Hilfskathoden ist es möglich, die Gasentladung der aktuell gezündeten Kathode weiterzuschalten. Die Kathoden sind kreisförmig angeordnet. Auf der Anode sind die Ziffern 0 bis 9 eingestanzt. Somit wird die aktuelle Ziffer auch optisch angezeigt. Diese Röhren wurden als Zähler eingesetzt. Die hier gezeigte DZ10 kann nur mit maximal 3 kHz betrieben werden. Spätere Zählröhren konnten bis zu in den Megahertz-Bereich betrieben werden, allerdings ohne direkte Anzeige der Zahlen. Die Röhre wird wie folgt beschaltet. Es gibt eine gemeinsame Anode. Das ist hier das Blech, in dem die Zahlen eingestanzt sind. Es gibt je 10 Kathoden. Jede Kathode kann über einen Widerstand angeschlossen werden, um die Ziffern auch elektrisch abzufragen, also um zum Beispiel eine Nixie-Röhre parallel anzuschließen. Weiterhin gibt es die Hilfsanoden, Entschuldigung, die Hilfskathoden. Jede Kathode besitzt zwei Hilfskathoden. Das Prinzip ist, die Hilfskathoden werden mit einer positiven Spannung, hier 25 Volt, vorbeschaltet und der Zählimpuls wird kurzzeitig minus 50 Volt angelegt, um die Gasentladung weiterzuschalten.